Im letzten Video habe ich euch ja schon erzählt, dass wir wieder diesen Radialverdichter, also den bestehenden Radialverdichter, verwenden. Den haben wir jetzt nochmal vermessen lassen und diese Geometrie hier erhalten. Ich denke, man sieht ganz gut, dass das relativ gut funktioniert, die Vermessung, beziehungsweise für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Wir haben eine Schaufel, wo wir sehr gut die Kante nachempfinden können. Wir haben überall Punkte, Messpunkte auf die Schaufelenden gesetzt und an diesen Messpunkten konnten wir dann Abstände auswerten. Das sieht man jetzt hier ganz gut in dieser Ansicht. Das heißt, wir haben jeweils einmal den Abstand zu dieser frontalen Ebene und den Radius. Das brauchen wir ja, um letztendlich die Gehäuse-Geometrie fertigen zu können. Und das Ganze können wir dann auch übertragen in zum Beispiel eine Excel-Tabelle. Das heißt, wir sehen hier die Punkte für den Abstand zu dieser frontalen Ebene und den Radius. Und wie man sieht, ist sogar der Radius am Anfang konstant und erst im hinteren Teil des Impellers nimmt die Krümmung zu. Das hier ist jetzt schon mal ein kurzer Render des aktuellen CAD-Projektes, sage ich mal. Hier vorne ist der Diffusor mit der Umlenkung nach hinten, die Brennkammer sowie Stator und Turbinenschaufen, die man ganz gut sehen kann. Diese Profile hier, die haben wir generiert aus den Tabellen, beziehungsweise diese Profile hier haben wir generiert aus den Tabellen aus dem letzten Video, die ich euch gezeigt habe. Und wie das Triebwerk generell aufgebaut ist, erkennt man am besten im Schnitt erstmal. Da sehen wir hier einmal den Wellentunnel, die beiden Kugellager, die Welle, hier das ist der Stator sowie der Rotor und die Brennkammer. Wie man sieht, können wir durch das System aktuell noch keine Vorspannung auf die Welle ausbringen. Das müssen wir noch ändern. Genauso haben wir auch noch kein Ölsystem oder ein Spritzsystem eingebaut. Das haben wir jetzt erstmal vereinfacht als weggelassen, um da so einen kleinen Überblick zu bekommen. Und das muss jetzt in den nächsten Wochen noch gemacht werden. Ich sage jetzt mal die Diffusorgrundplatte hier und Sie sehen den Stator sowie den Rotor, den könnte man theoretisch überlegen zu fertigen. Bei den restlichen Teilen wie Brennkammer, Wellentunnel und so weiter müssten wir auf alle Fälle noch abwarten, wie sich das entwickelt mit den Spritzsystemen hier, ob wir da noch mehr Platz brauchen will, ob wir das länger ziehen müssen und und. Aber das wären die Teile, die wir schon, wie gesagt, so generiert haben, wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Und genau, der Rest muss dann nochmal in den nächsten Schritten entschieden werden.